Mann, hab ich einen Hunger. Hätten wir jetzt was zu essen? Ha, hier spricht deine Tüte Pommes. Richtig knusprig mit viel Ketchup und Mayonnaise. Ihr wisst sicher, dass man mich am besten schon zum Frühstück, dann zum Mittag und am besten auch zum Abendbrot essen soll. Nicht wahr? Brave Kinder, ihr kennt euch aus. Hallo, geht's noch? Wieso? Was hast du denn? Mich macht man aus Kartoffeln. Sehr gesund. Im Ketchup steckt Tomate. Sehr, sehr gesund. Und in Mayo befinden sich Eier und wertvolle Pflanzenöle. Du bist doch komplett irre. Und was ist mit dem Fett, in dem du frittiert wirst? Den vielen Kalorien, die darin stecken? Was ist mit dem Zucker im Ketchup? Manu. Klar, schmeckst du super. Und ab und zu darf man dich auch essen. Aber es gibt viele andere leckere Lebensmittel wie Vollkornbrot, Nudeln, Gurken, Tomaten, Zucchini, Karotten, Birnen, Pflaumen, Erdbeeren, manchmal auch Fisch und Fleisch. Die sind viel gesünder. Es kommt eben auf die richtige Mischung an. Bei gesunder und klimafreundlicher Ernährung kommt es wie immer auf die richtige Mischung an. Wenn du zum Beispiel viel Gemüse und wenig Fisch und Fleisch isst, ist das nicht nur gesund für dich und deinen Körper, sondern auch für die Umwelt. Wenn du darauf achtest, kannst du bei deinem Essen täglich das Klima schützen.